Captain Kasami ist im Stadion, bemüht sich aber um Unauffälligkeit. Kevin Fickenscher ist heute der Sion-Captain, der Ersatzgoalie ist jetzt also gleich auch noch Ersatz-Captain. Sion kommt nach 2 Minuten zu einem ersten Eckball. Schneuli, ein Bein und der Ball bereits im Tor. 1:0 für Sion. Torschütze. Ja, wer ist Torschütze? Schauen wir genau hin. Mboyo oder war es gar ein Eigentor von Rocha? Es ist ein Eigentor. Der Sion-Goalie-Captain erhält aber auch schon früh Gelegenheit, sich auszuzeichnen. In der 6. Minute gegen Margiotta. Dann aber wieder der FC Sion am Drücker. Glück für Lausanne, dass Cunha den Ball nicht richtig zu kontrollieren vermag. Es bleibt beim ersten Eindruck. Sion im Dauerangriff, Lausannes Abwehr am Wanken. Zum Schluss trifft Mboyo den Kopf eines Gegners. Chance vorbei, gelb auf dem Konto. Und die Möglichkeit zum 2:0 war reell. Monteiro gegen Sinha, Penalty? Nein, Abstoß. In diesem speziellen Fall bedeuteten also die Handzeichen keine Klarheit. Die Wiederholung zeigt, dass die Penalty-Pfiff-Erwartungen nicht besonders weit hergeholt waren. Eine Viertelstunde gespielt. Goalie Castella spielt ab, aber wohin? Zum Boyo, unglaublich. Marco Schneuli bedankt sich. Nichts einfacher als das mit dem 2:0. Eine dunkelschwarze Sekunde von Lausanne-Goli Thomas Castella. Wir nähern uns der Pause und die Überlegenheit der Walliser scheint klar. Scheint, ja, denn Kololi bedient hier Zidane und Enzo Zidane verkürzt in der 39. Minute auf 2:1. Enzo, nicht mehr nur Sohn, sondern jetzt auch Super League-Torschütze. Nur 2:1 zur Pause, dabei schien Sion hoch hinauszukommen. Hurra, wir leben noch. Celestinis Lausanner steigen neu motiviert in die zweite Halbzeit. Und die beiden siebenfachen Torschützen, Colilli und Margiotta, beweisen gleich ihre Gefährlichkeit. Nur wenig später erneut Margiotta. Doch der Captain im Sion-Tor beweist seine Zuverlässigkeit. Es geht gegen den Abstieg und der Fight wird immer intensiver. Bei Sion wird der 20-jährige Pinga eingewechselt und der entwickelt sogleich einen direkten Zug aufs Tor. Kololi gegen Cunha und Fickenscher bewahrt seinen Sittenen die Führung. Spannende Schlussminuten und Jakobacci braucht den Sieg für den FC Sion unbedingt. Aber es ist noch nicht alles ausgestanden. Kololi, Sekiri ins Außennetz statt ins Netz hinein. Sion jetzt nur noch mit Entlastungsangriffen. Hier mit Adrian in der Nachspielzeit. Die Entscheidung. Sion schlägt Lausanne mit 3:1 und nähert sich dem Rivalen wenigstens wieder auf 5 Punkte.